Herzlich willkommen zurück auf Frantwort. Und heute geht es um das schlimmste Jahr der Geschichte. Let's go. Das Jahr 536 nach Christus erlebte eine Reihe katastrophaler Ereignisse, die es wohl zur schlimmsten Zeit in der Geschichte machten, am Leben zu sein. Ein Nebel stieg in diesem Jahr über die Welt herab und verhüllte die Sonne über 12 Monate lang. Der byzantinische Historiker Prokopius schrieb über die Dunkelheit, die Missernten und Hunger verursachte. Zur gleichen Zeit wurde das byzantinische Reich von der Justinianischen Pest heimgesucht, einem Ausbruch der Beulenpest, der bis zu 50 Millionen Menschen auslöschte. Leichen stapelten sich auf den Straßen, als sich die Epidemie schnell ausbreitete. Erschwerend kommt hinzu, dass Beweise darauf hindeuten, dass zwischen 536 und 540 nach Christus in Nord- und Südamerika, Island und anderswo große Vulkanausbrüche stattfanden, die in die Atmosphäre freigesetzte Asche löste danach eine jahrelange globale Abkühlung aus. Die Klimaeffekte der Vulkanausbrüche in Kombination mit der Pest verursachten weit verbreiteten Tod und Zerstörung. Im Byzantinischen Reich wurde die Bevölkerung bis 541 nach Christus um geschätzte 35-55% reduziert. Andere Kulturen, wie die Moche-Zivilisation in Peru, wurden schwer getroffen, da die Ernten unter den ungewöhnlichen kalten Bedingungen, die durch geringeres Sonnenlicht und ascheerfüllten Himmel verursacht wurden, versagten. Historiker argumentieren, dass diese Konvergenz von Klimakatastrophe und Krankheit im Jahr 536 nach Christus die schlimmste Periode in der Geschichte war, die je erlebt wurde. Wissenschaftler, die Münzen und Metalle aus dieser dunklen Zeit studieren, haben jedoch auch die ersten Anzeichen einer späteren Erholung der Wirtschaft entdeckt. Das Wiederauftauchen von Silbermünzen zeugte von wachsendem Handel und signalisierte, dass Leben und Gesellschaft Bestand haben. Trotz des unvergleichlichen Elends von 536 nach Christus hielt der menschliche Geist durch das selbsternannte schlimmste Jahr aller Zeiten an.